Ja, guten Abend, meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Cult of the Lamb, wo Palbanta erstmal was von uns möchte. Gruß an, Fiere, ich bin müde und ich schlafe draußen auf dem Boden. Hier gibt es Ungeziefer und mein Rückenschmerz. Würdest du mir etwas bauen, wo ich schlafen kann? Ja, sofort. Ich weiß, dass wir Bettenprobleme hatten. Er spricht mich aber instant drauf an. Muss ich euch eigentlich noch segnen? Ja, ich muss euch noch segnen. Habe ich letztes Mal wohl nicht mehr gemacht. Muss ich allen erstmal hier den Segen geben zum Start? Fängt ja schon gut an. Ja, letztes Mal haben wir so ein bisschen ins Spiel reingeschnuppert, wurden im Dungeon verprügelt. Die beiden streiten sich erstmal und die bauen ein Steinchen ab. Ich segne euch mal, ne? Da könnt ihr besser arbeiten. Ne? Ja, so seid ihr gleich viel glücklicher. Sobald dich muss ich auch noch segnen, dann gehst du auch direkt ein Level up. Irgendwie muss man die ja gelevelt kriegen. So, habe ich irgendwen vergessen? Ja, Akaya habe ich vergessen. So, wie viele Betten soll ich denn jetzt überhaupt bauen? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Erstmal hole ich mir eine göttliche Inspiration offenbar. Missionar? Schicke deine Anhänger auf eine heilige Mission, um neue Anhänger zu rekrutieren und Nahrungsholz, Stein, Gold etc. zu sammeln. Okay. Ich kann mir jetzt erstmal etwas freischalten. Nur für Statue. Eine Statue, bei der Anhänger zu deinen Ehren Opfer hinterlassen können. Ja, kommt, hinterlasst mir mal irgendwelche Opfer. Aber Opfer nicht direkt Zanni. Den brauche ich noch. Ich glaube, das Problem, was wir letztes Mal hatten, war, dass das Holz fehlte. Yep. Ich wollte so einen Holzplatz und eine Steinmine auf jeden Fall mal bauen. Weil ich Holz unendlich viel brauche. Ich kann keine Schlafsäcke bauen, wenn ich nicht das Holz habe. So, das nehmen wir noch eben mit. Und im Übrigen, ihr könnt nach wie vor... Ja, hi Bommel. Über die Kanalpunkte hier... Jetzt mittlerweile auch diesmal wirklich... Hier so Punkte opfern, hier Spende für den Kult heißt der Befehl hier mit den Kanalpunkten. Könnt ihr 500 Punkte senden, ich mache das einmal mal testweise, damit ihr das seht. Dann kommt ihr eine Spende rein und das erfüllt sich oben. Ich habe das jetzt nur einmal testweise gemacht, damit ihr seht, wie das funktioniert. Das ist euer Job, ich pay da ab dem Punkt nicht mehr rein. So, dann gehen wir direkt mal in unser Roguelite-Vergnügen. Oh, hi Leshy! Endlich, lass uns das beenden. Ich erwarte dich in meinem Tempel. Komm, werde Zeuge wahrer Macht. Also Leshy will sich jetzt mit mir kloppen, okay. Krieg ich erstmal eine Waffe? Beides Abtrünnigen? Okay, ich kriege eine Axt mit sehr wenig Tempo. Göttliche Explosion 4 wirft Gegner in deine Reichweite zurück und fügt ihnen gleichzeitig Schaden zu. Wie sieht die aus? Die hatte ich noch nicht. Okay. Damit kann ich arbeiten. Hatten wir irgendwas auf der Karte zur Verfügung, das Holz beinhaltet? Holz habe ich ein massives Problem. Oh, funktioniert nicht, während der hüpft. Wir löschen schon wieder was? Ich ist einfach instant zurück. Im Übrigen ist das Spiel diesmal ein bisschen von der Lautstärke besser, weil letztes Mal war das Spiel ein bisschen zu laut. Deine Beharrlichkeit fängt an, mich zu nerven, kleine Schlampen. Du hättest dich vielleicht verschlau. Du hättest dich vielleicht verrechtschaffen in deinen Dienst an ihm.
Und du solltest gegenüber den Angeketteten nicht so vertrauensselig sein. Nun ja, zum Reden ist es zu spät. So jemanden wie du verdient keine Vergebung. Das wird nicht gut für dich enden. Doch, das wird sehr gut für mich enden. Weg mit euch. Alter, macht die Explosion Schaden. Weg. Weg. Und tschüss. Na komm, komm, trau dich. Tschüss. Easy. Irgendwo kommt man die Karte eigentlich sehen. Ich weiß gerade nur nicht mehr, auf welcher Taste. Ach, egal. Das war nicht der Raum, den ich finden wollte. Aua, nicht mich hauen, das ist nicht nett. Da war einfach mal nichts. Okay, die spuckenden Dudes. Aua. Aua. Erstmal den Fernkämpfer loswerden. Danach kann man über alles andere reden. Okay. Läuft doch. Gib mir Stein oder Holz. Mann, ich krieg nichts. Aber ich krieg eine Tarotkarte. Erhöht die Chance, bessere Truhen zu spawnen oder ein Seelenherz. Ich nehme die Truhen. Ja, Chat, und wie läuft bei euch zu? Habt ihr einen schönen Abend bis hier? Ich weiß, dass jemand gerade erst angefangen hat, aber ich dachte, ich frag mal. Der ist weg. Was macht die grüne Fledermaus? Ah, die charge auch nur auf mich zu und macht Giftfritzen. Okay. Böse. Lecker Kiste. Ah, schade, aber nicht lecker Vogel. Das ist wahrscheinlich Tarotkarte. Da ist ein Haus. Ja, bisher ganz schön. Der Nachmittag war nicht ganz so schön. Da ging es mir nicht ganz so gut, aber es legte sich wieder. Da kriegen wir auf jeden Fall einen Anhänger. Wir haben momentan Schlafprobleme, deswegen hole ich mal nicht den Anhänger. Da oben wäre Stein. Hier könnte ich noch ein Feld mehr mitnehmen. Ich gehe über das Haus. Eine neue Anhängerform, eine Blaupause oder ein Geburtsstein. Anhängerform. Oh, wie süß. Ciao, Mietekater. Ich glaube, dich hatten wir bisher noch nicht. Beim letzten Mal war das, glaube ich, ein anderes Vieh. Nada. Oh, danke. Ich würde zu gern wissen, was das hier ist. Boah, ich kann wieder ein bisschen Hingabe klauen. Ich hoffe, ich kriege die Möglichkeit, noch eine andere Waffe zu kriegen. Sonst schaffe ich den Boss wahrscheinlich nicht. Oh, wer bist du denn? Du siehst aus wie so Mario mit dem Schnauzbart. Hey, Kleiner, lass die Finger von meinen Fischen. Es gibt nicht genug für uns beide. Der Bastard zum Fischen ist bei der Bürgerpassage. Wo das ist, fragst du? Komm, ich zeig's dir. Übrigens, habe ich mir das gerade eingebildet oder ist sein Mund auf dem Kopf? Das da oben ist tatsächlich sein Kopf.
Siehst du, ich verschwinde von hier. Darf ich mit dir angeln? Oh, Fische! Ich krieg Lachs! Okay, Laternen kann ich nicht kaputt prügeln. Aber alles andere, ich klaue mir deine Fische. Und die Vögel nehme ich auch direkt mit. Also ich habe einen neuen Ort zum Hinreisen auf jeden Fall ja gefunden. Da gehe ich gleich einmal hin. Oh, Gegner hinterlassen mehr Eifer. Die Karte leuchtet auch. Im Gegensatz zu der. Ernte des Eifers. Lade dich an der Hingabe deiner Feinde. Der Eifer ist dafür da, dass ich diesen Spell mit der Explosion nutzen kann. Ah, wenn... ich sehe das auch gerade. Das Doppelte ist ja durchgestrichen und das ist jetzt dreimal. Das heißt, wenn die so leuchten, dann ist das eine noch bessere Version, als es eh schon ist. Ist ja richtig nett. Also haben mir jetzt zwei Personen direkt hintereinander gegeben. Wir sind ein Lamm, das sollte eigentlich erst geopfert werden. Aber der Gott, dem wir geopfert werden sollten, hat gesagt, nee, ich will lieber dich als meinen Körper haben. So wie es bei einem Dämon normalerweise üblich ist. Und jetzt soll ich in seinem Namen einen Kult gründen und muss halt die alten Priester jetzt umlegen. Dafür, dass sie mich opfern wollten. Was ist das für ein gruseliger Baum? Oh, Holz! Ja. Und dieser Anhänger, also die meinem Kult dann hinzukommen, das könnt entweder ihr sein, über die Twitch-Integration, die ihr zur Verfügung habt. Dafür gebt ihr ja die Punkte aus. Ich sollte übrigens da das Limit nach dem Run erhöhen, dass ihr das öfter nutzen könnt, weil ich dachte schon, dass sich das ein bisschen mehr füllt von den Punkten her. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, und ich kann natürlich auch Anhänger, die ich so finde, natürlich auch selber benennen. Da nehme ich dann vorerst erstmal meine Kollegen und danach gucke ich, was ich dem für Namen gebe. Alter, sind hier viele! Hier spam ich den Zauber. Ich habe keinen Bock auf euch. Ich wollte gucken, ob ich die Bombe aufheben kann. Dann habe ich die schwarzen Herzen bekommen. Habe ich irgendwas, das mir schwarze Herzen bringt? Das Spiel wird übrigens mit jedem Run schwerer. Also die Bosse werden auf jeden Fall heftiger. Meine Kultanhänger wollen natürlich immer was zu essen haben. Das heißt, wenn ich länger unterwegs bin und die kriegen gerade Hunger, haben die natürlich ein Problem. Die können verrecken. Ich kann sie aber auch natürlich als Opfergabe nutzen. Heißt, Akaya wird demnächst geopfert. Oh, ich krieg Zauber zur Verfügung. Tauras Berührung oder Mahlstrom 5. Den Mahlstrom hatte ich bisher noch nie. Was macht ihr? Ah, whee! Oh, das ist viel besser als die Explosion. Viel mehr Reichweite. So, ich wollte gucken, was das hier ist. Oh, direkt Tau. Das ist es wirklich. Ich dachte erst, das könnte noch ein anderer Raum sein, aber es ist echt einfach eine Tau-Karte. 10% Chance, einen Crit-Treffer zu haben oder 10% Chance, ein blaues Herz zu kriegen. Diese blauen und schwarzen Herzen, die kriege ich übrigens nicht wieder, wenn die weg sind. Die schwarzen Herzen machen, wenn ich Schaden kriege, dass die Gegner auch Schaden kriegen. Ja, ich nehme lieber das hier, habe ich mehr Herzen. Das sehe ich übrigens erst, dass sich das füllt, wenn ich natürlich erst wieder im Camp bin, aber danke fürs Punktespenden. Wie gesagt, ich mache da das Limit, was ihr da oft nutzen könnt, ein bisschen höher nach dem Run. Oh, noch eine Tarotkarte. Bei einem Treffer wird allem... da war es nochmal die Erklärung. Und ich habe noch ein blaues Herz bekommen. Irgendwas war gerade mit Sunny.
Sunny hungert, nein! Er ist ja wie bei Raft. Ständig hungert der Junge. Weißt du, den kannst du keinen Moment aus den Augen lassen. Ah, okay, ich dachte, das geht nicht den ganzen Raum. Du bist keine Gefahr. Ist ja gut, dass ich gerade eben so viele Fische bekommen habe. Da kann ich hier ein bisschen Nahrung machen. Ja, endlich eine andere Waffe. Ich darf mir wahrscheinlich nur eins aussuchen, ne? Eine gut ausbalancierte Klinge, die moderaten Schaden verursacht. Eine flinke Klinge. Ja, die ist nur 0,1 schwächer und ist deutlich schneller, ne? Gegnern zahlreiche Schnitt zufügen, geringer Schaden, aber blitzschnell. Nehme ich lieber als die Axt. Ja, damit kann ich arbeiten. Zwar nur halber Schaden, aber damit kann ich wenigstens schnell zuschlagen. Zauber, der bringt. Alter, ich hab so viele Herzen. Ich kann schon wieder was. Göttliche Explosion 6. Jetzt noch mal heftiger. Ich hab voll Hunger. Das ist jetzt eine noch heftigere Version als das, was ich gerade eben hatte. Ja, Holz. Das Spiel versteht mich. Es weiß, dass ich Holzprobleme habe. Erinnert mich, dass ich danach diesen Holzplatz erstmal baue, bevor ich irgendwas anderes mache. So, Leslie, jetzt komme ich zu dir. Jetzt haben wir Stress. Im Übrigen, die Knochen, die brauche ich für Rituale. Und damit kann ich dann entweder meine Kollegen hier boosten oder mir selber was verpassen. Ich habe dich langsam satt, kleines Lamm. Wird Zeit, diese alberne Maskerade ein Ende zu bereiten. Ja, ungefähr genauso würde ich meine Anhänger opfern. Ja, genauso. Es war klar, dass die sich abstechen. Du siehst mega furchteinflößend aus. Ah, der ist wie diese einen Würmer, die die ganze Zeit die Stacheln über sich herziehen. Ja, sicher. Mann, hast du eine große Range. Alter, der Zauber bringt gar nichts bei dir. Okay, ich nutze den nur für deine Ads. Ja, das ist einer der Priester. Diese roten Kügelchen sind übrigens der Eifer. Alter, ich kann das ja durchgehend spammen bei dem. Aua. Ich bin reingerannt am Ende. Dieses dreifache Eifer, das ist einfach so krass. Weg mit dir. Ey, das ist eine gute Abwehr. Und da war das schwarze Herz. Hilfe! Da ist zu viel los auf dem Fernseher! Ey, auf dem Fernseher, auf dem PC. Komm ich auf dem Fernseher. Lass das. Zack! Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Jetzt ja, hüpft er schon wieder. Kann ich ihn auch aus der Luft wegdrücken? Versuch was mehr. Muss wieder schnell sind. Schnell sind. Der ist schon halb live. Oh.
mit euch. Es ist zu viel los hier. Was ist das für eine Megawelle? Okay, er beißt um mich rum. Ja, besiegt. Nichts Böses sehen, eingeschaltet. Herz eines Ketzers. Besiegt. Du hast das schlagende Herz eines Ketzers erhalten. Die rote Krone kann dieses Herz verzehren, um neue Kronenfähigkeiten freizuschalten. Geh zum Altar deines Tempels, um ihre wahre Macht zu entfesseln. Ja, lecker. Zerbrich bitte. Wir müssen ja noch bei dem einen Tor die Ketten brechen. Oh, Geld! Eine Lächeltrophäe kann ich mir hier erstellen. Ja, gerne. Och, nur Kamelien und zwei Sachen, die ich noch nicht habe. So, was ist das? Steinball, fester als Knochen. Irgendwie waren die Minibosse schwerer als Lashy. So, die Knochen sammeln wir noch ein. Geht viel schneller, das so abzuarbeiten. So, ab nach Hause. Muss Sunny füttern. Übrigens dieser Gott, der mich besessen hat, mehr oder weniger. Mensch, hier wurde von dir hinweggefegt, wie ein Sandkorn von einer Flutwelle. Ich wette alles darauf, dass er der Endboss ist. So, bevor wir dann jetzt gleich weitermachen. Erstmal das, offenbar. Was ist ein Hirte ohne seine Herde? Ich dachte, da kommt mehr ein Text. Einmal kurz Pause. Das Spiel blockiert sich übrigens komplett, wenn ich einmal kurz rausgehe. Mach eben kurz, dass ihr das öfter eingeben könnt. Guckt euch dieses Herz an. Ihr seht alle sehr hungrig aus. Ich bewege mich. Ich muss kochen. Nicht da ist, ne? Die verhungert direkt. Hier. Blendet euch satt. Da war nicht nur Sunny am Hungern. Guten Appetit euch allen. Oh, ihr wart fleißig. Danke, danke fürs Erinnern. Wollt ihr mich veralbern? Genau 6 fehlen. Ja, hier, den wollte ich machen. Ich habe ultra die Holzprobleme. Den brauche ich. Ich setze ihn sogar direkt hier daneben. Ihr futtert, ich arbeite. Sunny, geh essen! Okay, ihr macht das. Hab nichts gesagt. So, wer von euch will denn freiwillig hier Essenkreuz erfahren? Janik! Warte mal. Warst du denn gut dafür? Nee, er ist für Hingabe zuständig. Hat eh nichts mit Hingabe. Arbeiten, Holz machen. Los, geh Bäume fällen. Ich brauche Holz. Ich setze, glaube ich, sogar einen zweiten noch da rein. Zumindest, wenn ich es kann.
So, geh ihm helfen. Kai, leg dich schlafen, ich sehe das doch. Du brauchst hier nicht den Starken markieren. So, das da klang für mich gerade eben schon interessant. Das will ich haben. Und wir haben die nächste Stufe freigeschaltet. Eine Raffinerie. Weil Ressourcen zu... Ah, Holzplatten kann ich da auf jeden Fall kennen und so Steinstufen. Wir hatten ja so Goldklumpen. Eventuell ist das da rechts ja so Goldbahn. Oh, hier passiert zu viel. Weiß ich kaum, wenn ich zurück sehe ich Sunny da oben. Ach, ich dachte, ja, wir streiten. Oh, Janik will was. Bitte anführen, da sind einige, die holen und kein. Ja, ihr wollt immer noch. Ach so, ich dachte, ihr wollt was zu essen. Beziehungsweise einen Schlafplatz. Okay, ich kann wieder zwei Leute hier anheuern. Anhängerziehung. Guck mal, jetzt habt ihr mal die Möglichkeit. Vielleicht muss auch erst hier die Leiste voll sein, damit ihr das machen könnt. Wen hole ich denn jetzt überhaupt in den Kult noch rein? Wer fehlt denn noch von meinen Kollegen? Mirko fehlt. Mirko. So, was ist Mirko? Der ist unser neues Tier hier. Ist, glaube ich, ein Igel. Mirko ist eher mehr so der Grüne. Was ist der Unterschied hier? Ah, da ist er glücklicher. Zynisch, es wird 15% schwieriger, die Stufe zu erhöhen. Verliere mit der Regierung dieses Anhängers sofort den Glauben. Danke, Mirko. Hunger kann ich auch relativ leicht lösen. Einfach eben kurz was kochen. Und jetzt fehlt noch mal einer. Ey, Moment, ich guck mal eben kurz. Ben fehlt eventuell. Kann ich auch eine Leerzeit? Ja. Also Anhängerziehung funktioniert wahrscheinlich wirklich erst, wenn die Leiste immer voll ist. So, er ist ein Axolotl. So eins. Erhalte 10 Glauben bei Erkrankungen. Das Tempo von Arbeiten und Hingabeerzeugung wird um 10% reduziert. Danke. Danke, Ben. Du bist so nützlich. So, damit habe ich alle meine Kollegen eigentlich jetzt schon hier in der Liste drin. Janik, du sollst da nicht. Wahrlich, du hast es geschafft. Wahrlich, du bist ohne Marke. Ich bin dankbar, großer Anführer. Du sollst Hingabe machen. Du bist fürs Beten da. Vorher kriegst du meinen Segen. Ach stimmt ja, ich habe ja zwei Hungernde aufgenommen, ne? Sollte so reichen. Hierher, Futter. Esst ihr erstmal auf. Ich suche gerade den Scheißhaufen, den ihr irgendwo fabriziert habt. Exo? Das habe ich gesehen. Das kann man an den Leisten da oben links übrigens erkennen. Das erste, da, also das große ist Glaube, das unten rechts davon ist der Hunger und da drüber, das ist Sauberkeit, also Hygiene. Wenn das nicht voll ist, dann haben die auf jeden Fall irgendwo hingeschissen. Hab die noch hingekackt. Ja. Wolltet wohl es verbergen von mir, aber Pustekuchen. So. Am liebsten hätte ich sogar zwei Holzplätze.
Den Schmarrn können wir noch nicht bauen, weil genau das Holz fehlt. Jetzt kommt erstmal alle rein, ich muss eine Predigt halten. Lausche meinen Worten. Boah, sind das viele. Ja. Okay. Was will ich denn haben? Jetzt kann ich meine Fähigkeiten verbessern. Auf deinen Kreuzzügen tauchen 3 neue Flüche auf. Erhöhe die Gesamtmenge deines Altenfass, um einen weiteren Fluch wirken zu können. Wahrscheinlich kann ich da 4-mal Fluch nutzen. Tückische Waffen haben eine Chance, angegriffene Gegner zu vergiften. Was würde ich hier eigentlich freischalten danach? Vampirwaffen. Vampirwaffen haben eine Chance, den Träger mit der Lebensenergie eines getöteten Gegners zu heilen. Ja, danke. Brauchst gar nicht weiterreden, Spiel. Ich weiß schon, was ich haben will. Vampirwaffen. Direkt noch eins. Direkt die Vampirwaffen. Danke. Wie viele Anhänger habe ich denn? So, die Kronenfähigkeit können wir jetzt noch freischalten. Für ein Herz eins hiervon, nehme ich an. Stürzt du zum ersten Mal auf einem Kreuzzug, kannst du wieder weg werden, indem du einen Anhänger opferst. Nein! Nimm täglich eine Mahlzeit zu dir, um einen Seen hier zu halten. Okay. Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukehren. Erhalte zu Beginn eines jeden Kreuzzugs durchlaufst ein krankes Herz. Ich schwanke gerade zwischen den beiden. Das hier ist vom Prinzip her besser als das hier. Ich würde von Anfang an erstmal das finstere Herz hier nehmen. Also die innere Finsternis. Dann habe ich ein krankes Herz, das schadet denen und ich habe ein Leben generell mehr. Oh. Du hast eine neue Kronenfähigkeit erhalten. Und ich habe gerade irgendwie Strobolicht auf dem PC. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Du beginnst jeden neuen Kreuzzug mit einem kranken Herz. Kranke Herzen fügen allen Gegnern im Raum Schaden zu, wenn du getroffen wirst. So, und diese komischen Steine, die ich hier zusammengesetzt habe, damit kann ich eine Doktrin kriegen. So, jetzt kann ich mir eins hiervon aussuchen, da kriege ich dann was zu. Da kann ich dann Rituale zu abhalten. Ich will erstmal Versorgung hier fertig machen. Nahrung des Jägers oder Nahrung der Beute? Ich habe im Übrigen letztes Mal gemerkt, man kann nur eins von beiden nehmen, das andere ist dann für immer weg. Alle Kultmitglieder halten die Eigenschaft Kannibale. +5 Glaube, wenn sie eine Mahlzeit aus Anhängerfleisch essen. Nein, ich bringe sie nicht dazu, sich gegenseitig aufzufuttern. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Grasfresser. Du verlierst keinen Glauben mehr, wenn eine Anhänger eine Mahlzeit aus Gras ist. Nehme ich. Ich will nicht, dass sie sich gegenseitig aufessen. Die sollen sich nicht fressen. Also ich will zwar sehen, wie Akaya Sunny frisst oder umgekehrt, aber ansonsten... Nee. Du hast eine Doktrin verkündet, die deinen Anhänger eine neue Eigenschaft verleiht. Diese Eigenschaft wird allen Kultmitgliedern zuteil und beeinflusst ihr Glauben, durch Ereignisse verändert wird. Okay, und hier kann man das jetzt nochmal nachgucken. Und hier war das auch, was ich gerade meinte. Man kann nur eins von beiden aussuchen, das andere ist dann ausgegraut. Beim letzten Mal habe ich mir das Festritual gegönnt. Dann kann ich den Hunger stillen. Das hätte ich vielleicht gerade eben machen sollen. Ja, und sie haben jetzt die Eigenschaft Grasfresser. Jetzt kann ich die Gras futtern lassen, ohne dass es negative Konsequenzen hat. Ja. Oh, hier war schon wieder fleißig. Ich brauche Betten. Dafür brauche ich Holz. Ich kann zumindest eins bauen. So, ihr kloppt euch drum. Und Gras essen die jetzt, ne? Ja, keine Chance mehr, dass hier Krankheiten ausgelöst werden. Dann füttere ich die jetzt damit. Weiter kann ich hier, glaube ich, gerade nichts machen. Obwohl,
warte. Ich sehe doch da irgendwo. Ja. Oben rechts. Ja. Oben links sehe ich noch, dass hier nicht ganz sauber ist. Welches Genie war das hier? Welches Genie von euch war das? Holz. Ist gekauft. Wo sind die Häufchen? Es sind noch nicht alle weg. Ich wollte mal zu diesem Angedude einmal gehen. Da habe ich ja was freigeschaltet. Ein Haufen soll noch da sein. Die werden nämlich krank, wenn die Haufen nicht weg sind. Sunny, ich will los. Was willst du? Wohlwollender Anführer, bitte verurteile mich nicht. Aber ich wollte schon immer eine Mahlzeit aus Kot essen. Kannst du mir damit helfen? Sunny? Ich will das schon hinterfragen. Warum willst du so Scheiße fressen? Sunny? Gibt's irgendwas über dich, das ich wissen müsste? Wo ist... Kotmahlzeit. Eine Mahlzeit aus Exkrementen. 50% Chance, dass Krankheit durch Durchfall ausgelöst wird. Und wie das war, ich glaube. Kann das bitte einer klippen? Ich schick den Clip dann Sunny. Ich schick ihn dann den Clip, wie er Scheiße futtert. Sunny? Du wolltest uns essen. Also gönn dir. Wenn du kotzen musst, ist es nicht mein Problem. Er mochte es. Er geht kotzen. Ich bin schon bei dir. Oder kacken. Nee, ihm geht es schlecht. Was erwartest du, Sunny? Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Kann ich dir irgendwie helfen? Bettruhe. Einer von euch muss sein Bett ihm überlassen. Ich will noch einer was. Oh, du hast es geschafft, wahrlich. Du bist ohne Makel. Ich bin dankbar, großer Anführer. Sunny, du ruhst dich aus. Ich geh los. So, Pilgerpassage. Jetzt kann ich auch endlich mal dahin. Hier ist Holz. 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 Ich baue dann direkt mehr Betten. Alle Bäume, die hier sind, werden jetzt erstmal mitgenommen. Waren das alle Bäume? Ich gehe einmal kurz zurück und dann gucke ich mir an, was hier los ist. Ich bin ein zu weit gereist, oder? Ja. Ihr kriegt jetzt erstmal neue Betten. Wenn ich schon die Möglichkeit kriege. Das war ja ein Hauptproblem. Gar nicht wohin mit dem ganzen Schmarrn. Gefängnis. Hier werden ungezogene Anhänger eingesperrt. Sunny. Ach ja, stimmt. Ich hätte auch das hier holen können. So, habt euren Spaß. Ich gehe zum Angler. Ich wollte nur eure Betten eben gebaut haben, wenn ich schon die Möglichkeit bekomme. Die Büsche gönne ich mir auch gleich. Erstmal zu ihm. Simon!
Machst du die Flut angeschrottet? Ich merke mehr. Was stehst du da so rum? Glaubst du, dass ich für dich angeln werde? Ich bin nicht einer deiner hirnlosen Gefolgsleute. Fang einen Fisch. Okay, ein Anime-Minigame. Ach, und ich muss jetzt einfach nur da drin halt nehmen. Jo, das ist ja richtig easy. Also doch, nicht so nutzlos. Hör zu, vielleicht können wir einander helfen. Ich habe in meinem Leben zufälligerweise einige extrem wertvolle Schätze ergattert. Dinge, für die ein Fisch wie ich, also ein Fischer wie ich, keine Verwendung hat. Aber für dich, nun ja, du siehst aus, als würdest du wertvolle Dinge mögen. Oh ja, bitte. In diesen Wäldern lauern die am schwersten zu fangenden Biester, die jemals gelebt haben. Und ich versuche es schon seit Jahren. Wenn du sie fangen kannst, gehören diese Schätze dir. Fange mir eine Krabbe, einen Hummer, einen Oktopus und einen Tintenfisch. Nimm das als Zeichen des guten Willens. Das sind zwei Nicht-Fischfeinden. Oh, eine Tarotkarte. Es ist möglich, dass Gegner einen Fisch hinterlassen. Okay, ich wüsste nicht, warum ich mitnehmen sollte. Wenn ich hier einfach angeln gehen kann, aber danke. Okay. Dann fangen wir die vier Viecher mal. Das ist ja sogar richtig easy im Vergleich zu anderen Angel-Minigames. Ich erinnere mich beispielsweise bei Corekeeper, da war das richtig ätzend. Hier muss ich das eigentlich einfach nur mal eben kurz antippen und schon habe ich die. Okay, das waren die Tintenfische. Die ganz großen sind bestimmt der Oktopus. Weil Krabbe und Hummer können ja nicht so groß sein. Nee, das waren Lachse. Nee, Thunfische. Entschuldigung. Komm, ich will den Gigantofisch. Respawnen die eigentlich? Oh! Eine Anhängerform. Ich kann meine Leute jetzt zu Fischen machen. Nett. Komm, ich will die Challenge schaffen. Ah, das wird kleiner mit der Zeit. Wieder Tintenfische. Mann, ist das easy. Eine Krabbe! Ich will immer noch den Riesen da hinten. Es wird uns nicht an Fisch fehlen, Leute. Komm! Können die nicht mal schneller reagieren, die Großen? Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn! Waren Thunfische. Waren Mau. Aber sie scheinen ja nicht zu respawnen, also hole ich mal eben kurz alle Fische raus. Kommt! Dann ist das easy. So, zwei Fischis haben wir noch. Der Hummer war das Riesending? Wie groß sind denn die Hummer in dieser Welt? Jetzt fehlt, glaube ich, nur noch eins, ne? Das war dieser Oktopus. Ja, der Oktopus. Kann ich den Rest schon mal geben oder willst du alles zusammen haben? Läuft mich mal. Ist das eine Krabbe? Die hat hier hat mir einen richtigen Kopf geliefert. Ich dachte, ich hätte einen Wal am Haken. Bitte gehört jetzt dir. Oh. Okay, ich will auf jeden Fall dir alles liefern.
Ich kann es direkt einfach so geben. So, Hummer. Hummer, sehr gut, sehr gut. Wie versprochen, hier ein Stück des Schatzes. Und den Tintenfisch. Oktopus habe ich leider nicht. Wow, der glitscht. Oh, der schwer zu fassende Tintenfisch. Wunderbar. Wir nehmen das. Habe ich vor etwa 50 Jahren rausgefischt. Kann ich nicht gebrauchen. Okay, wir brauchen nur einen Oktopus. Dann kriegen wir, was auch immer das ist. Das schaltet mir auf jeden Fall irgendwas frei, wahrscheinlich. Dann nehme ich jetzt noch mit, was hier ist. Das Essen können sie gut gebrauchen. Ich habe erstmal keine Essensprobleme. Und da links, da war ja irgendein Gebäude. Da will ich auch einmal rein. Aber erstmal bauen wir hier ab. Steinchen, Steinchen. Was ist das Ding? Freigeschaltete Anhängerform. B. Ich habe all deine Beeren gemobst. Was? Er wartet, unser heiliges Haus des Lichts zu betreten. Verzeihung, es ist nur so, dass der Leuchtturm immer dunkler wird, egal wie stark wir beten. Und es erscheinen in einem Fort Schiffe an dem Felsen. Keine Schiffe, das bedeutet keine Pilger, die dem heiligen Pfad folgen. Wem bloß unser Anführer hier wird? Wie wird das so tun? Wir haben sie nicht mehr gesehen, seit sie letzte Nacht auf dem Pier spazieren war. Wir flehen sie an, nicht zu gehen, denn wir alle wissen von den Szenen im Dunkel. Aber sie wollte nicht hören. Jetzt haben wir keine Wahl. Als sie beten, bis der Leuchtturm wieder steigt. Hoch lebe das mächtige Licht. Repariere den Leuchtturm. Ah, brauche ich Holz. Führe uns mächtiges Licht. Bring uns das Licht. Führe uns. Okay. Wenn ich 15 Holz habe, komme ich zurück. Jetzt gerade kann ich nicht liefern. Haben jetzt eigentlich alle mittlerweile einen Schlafplatz zur Verfügung? Sunny, geh schlafen. Ich schätze deinen Enthusiasmus, aber geh schlafen. Lausche meinem Worten. Und wieder ein Upgrade. Oh, dauert ein halbes Herz. Danke. So gütig. Also die nächsten Waffen, die ich hier jetzt bekommen würde. Erstmal Krone. Wir können wieder eine neue Doktrin bekommen. Erstmal Versorgung. Schätze des Landes oder des Meeres. Führen dein Tempel ein Ritual durch, das dafür sorgt, dass alle Samen sofort für die Ernte bereit sind. Nee, lass mal. Führen dein Tempel ein Ritual durch, das es 2 Tage lang wahrscheinlich macht, dass besondere Fische beim Fischen erscheinen. Du wirst auch die doppelte Menge Fische fangen. Ja, das klingt für mich viel besser. Viel mehr Fische. Das klingt richtig nice. Kostet noch 75 Knochen. Ritual des Fastens. Habe ich nicht. Ich kann ein Festritual machen. Ich mache das hier. Mit dem Fischfang. Los, meine Anhänger, betet für meinen Fischfang. Dann, weil ich hier offensichtlich gleich eh zurück. Die werden ein jetzt ja wohl da abgebaut bekommen. So, gönnt euch ein Festmahl.
Die müssten jetzt satt sein. So, eine Doktrin können wir hier bei Versorgung noch machen. Was ist denn mit dir los? Wieso hatte der eine... Ach, egal. Feuer des Lichts. Keuch, unsere Gebete wurden erhört. Danke dir, oh Leuchtender, dass du uns das Lamm zu unserer Rettung geschickt hast. Jetzt werden die Pilger wieder an unsere Küsten zurückkehren. Um das Licht wieder zu entfachen, verpflichten wir uns dir. Wir sind deine unwürdigen Diener, mächtiges Lamm. Wir werden dich und dein großes Licht an diesem Schrein anbeten. Bitte sorge dich in unserer Verehrung. Ja, danke. Danke. Kann ich jetzt eigentlich hier wieder angeln oder habe ich das mit dem Angelgebiet jetzt wieder verschwendet? Nee, ich kann ja angeln. Ja, da war er. Endlich, ein Oktopus. Sobald ich das hier aus den Wellen gefischt hat, so braucht mir klar, dass kein Sterblicher etwas damit anfangen kann. Hier kommst du ins Spiel. Ja, ich habe das Ding vollendet, was auch immer das ist. Fliese, du hast alle vier Teile des heiligen Talismans gefunden. Talismane sind mystische Relikte, die die rote Krone verwenden kann, um neue Fliese freizuschalten. Einmal teilnehmen, Tempel kannst du Fliese freischalten und dich damit ausrüsten. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Du bist ein Ass mit der Angelrute. Du hast mich gut und reichlich versorgt. Wenn du mehr fängst, als du behalten kannst, kaufe ich die Dinger. Wenn die Ausbeute mau ist, verkaufe ich sie. Ah, okay. Jetzt gerade kann ich nur kaufen, oder wie? Also ich kann gerade nicht verkaufen, wenn ich das richtig sehe. Aber Junge, wie viel wir am Fischen haben. Oh, großer Anführer im Lichte, was weißt du über Tarotkarten? Ich kann sie selbst nicht verwenden, aber ich finde sie häufig, wenn ich am Meer spazieren gehe. Obwohl sie zur Hälfte im Wasser liegen oder im Sand vergraben sind, reißen sie nicht und sie verformen sich auch nicht. Ist das nicht merkwürdig? Manche behaupten, die Karten würden das Schicksal verraten. Ich sage, die Karten sind je 25 Münzen wert. Interesse? Ah, ich kann mir hier so Tarotkarten für immer freischalten. Zumindest denke ich mir das hier dabei. Alte Bonusressourcen. Feuer ein Portier ab, wenn deine Waffe schwingst. Am Tag erhöht sich der Schaden 20%. Und hier kann ich wahrscheinlich einfach nur Pläne kaufen. Ich hatte eins einen Liebhaber, der zur See fuhr und nie zurückkehrte. Früher legte er immer Blumen vor meine Tür. Blumen passen am besten zu den Jungen und Schönen. Bei mir sind sie nicht mehr am richtigen Platz. Bitte kauf sie mir ab. Sie machen mich nur noch traurig. Also hier kann ich mir Deko kaufen. Ich gönne mir erstmal das hier. Bonusressourcen. Das klingt für mich sehr wichtig. Den Rest lasse ich erstmal hier. So, wieder ab nach Hause. Waren jetzt lang genug auf eine Fliegerfahrt. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.